Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost on the Shore. Ja, in der letzten Folge sind wir aus der Richtung gekommen. Eigentlich war hinter uns eben noch ein riesiger Leuchtturm. Okay. Dann gab es aber eine Ladesequenz und da habe ich mir gedacht, das ist der perfekte Zeitpunkt, um hier mal einen kleinen Cut zu machen, weil die There it Folge is. sehr lang war. The Dark Rogue. And the Black Bell. Sounds like you've just come home. My brother brought me often. It was warm. Free food on the table. Hang on. Your brother? Yeah. Callum was my brother. Why didn't you say so? I'm sorry. We had a treehouse where we'd sleep. We have to find this treehouse. Weil ein Baumhaus immer die Antworten auf alle unsere Fragen gibt. Ja, aber wir müssen ein Baumhaus finden. Okay, ich sehe jetzt hier gerade nichts, was so am Strand liegt. Wobei dahin. Ach, jetzt haben wir hier wieder die Spuren. Jetzt kann ich gleich wieder nichts mehr sehen. Oh, ich wusste es. Sobald man irgendwo was am Nachschauen ist, hat man diese blöden Spuren wieder vor der Nase. Können die nicht mal 3 Sekunden später kommen? Hallo? Archie, please. I have to know. You shouldn't be here, Miss Nora. Please, I can't live like this. You have to tell me the truth. Nora, you're making a scene. Look at her. He wouldn't leave. Not his daughter. Not me. My mother. Constable Sprouse, they're wrong. He wouldn't. You know he wouldn't. Hush, now. Josh left. He left for the mainland, and that's that. How could you say that? You're his brother. You know him better than anyone. He's gone, Nora. Josh is gone. Then bring me to him. Let him see her. At least let him see his daughter. I'm sorry, Nora. He made his choice. He's gone. He's really gone. He's really gone. Your papa's gone, baby girl. Miss Nora, I'm so sorry. You did. You actually did leave them. Nee, no. Nee, nee. What did you do? I didn't do anything. What do you want from me? Dass du die Wahrheit herausfinden musst. Can I? You're going to have to, because there's nobody else here. Und ich glaube auch nicht, dass er es getan hat. Ich bin davon immer noch überzeugt, dass er ermordet worden ist, bevor er irgendwas machen konnte. Es hat irgendwas hiermit zu tun. Kneipenschlägerei, keine Ahnung, Gift, was weiß ich was. So, Diary, I need to tell you something. Just shut up! I don't have anything left to say to you. I'm talking to my diary now. No, there's no excuses. You left your child. You left her! Before she was born, you took off. You never saw her. That is the worst. I never liked you, but now I can't stand you. I want to punch you so badly. Ugh, leave! Get out! Stop talking to me! Margot understood the kind of man you were. Schwachsinn. Right, I'll leave you to it. Schwachsinn, Riley. So dumm dämlich kannst du doch nicht sein nach allem, was du bisher weißt. Ganz ehrlich. Vor allen Dingen nicht nach der letzten Folge. I can't believe that thing is still here. Hm. What is it? It's for spitting chewing tobacco. Ugh, that's gross. Kautabak allein ist ja schon eklig, aber wenn man dann auch noch das Zeug ausspucken soll. These again. And there's so many. This here's the source. Many came to get their bottles right here. If they didn't distill any whiskey themselves, that is. Ich dachte, er wollte sie in Ruhe lassen, ne? Ne?
Have you ever used one of these? I never fired one, if that's what you mean. Aber wer weiß, ob man nicht auf ihn mal eine abgefeuert hat oder so. Tja. Die schwarze Glocke, ein unendlicher Haufen fragwürdiger Charaktere und skrupellosen Verhaltens. Ist er so aufgewachsen? Wurde Josh so zu dem, was er geworden war? Was ist er denn deiner Meinung nach geworden, Riley? Ich meine, so verblendet kannst du doch nicht sein von einer blöden Erinnerung, sage ich jetzt mal, wovon ich mal ausgehe, jemand angelogen worden ist. Oh, this brings back memories. I'm not sure I care anymore. What? Ganz ehrlich, ja. Also die Dynamik, die jetzt nach dieser einen Erinnerung gekommen ist, verstehe ich überhaupt nicht. Weil nach allem, was sie wirklich erfahren hat, muss sie ja auf seiner Seite stehen. Und nicht plötzlich, ja, diesen, ich behaupte jetzt mal, Trugschluss von dieser Erinnerung glauben. Die schwarze Glocke, welche Wirkung hat ein solcher Ort auf ein Kind? Sie erstickt jede Lebensfreude. Das muss so gewesen sein. Josh verbrachte hier viel zu viel Zeit. Auch was sie schreibt. Also es ist ja jetzt gar nicht mehr neutral, sondern es ist ja jetzt einfach nur noch, ich schreibe mal das, was ich gerade denke. Wenn ich denke, dass du ein Arschloch bist, dann schreibe ich, dass du deine Kindheit ein Arsch war. So ungefähr. Also das ist ja, ja. Und sie nannte sich Detektivin. Ja gut, Detektivin hat sie jetzt nicht direkt gesagt, aber sie hat ja gesagt, sie möchte herausfinden, was hier passiert ist. Achso, da kommen wir gar nicht hoch, ne? Da müssen wir sowieso hier rum. I don't know you anymore. Why was she not enough? What we just saw? I don't think that's what happened. That's bull. Every vision has been true so far. I didn't leave Nora. What if they were wrong? What if you're wrong? Was, wenn du nicht zuhörst, Riley? 21st of December 1944. My dear little elfins. My sweet daughters. My thoughts are with you all the time. War was hard, but leaving you was harder. I thought I could return, but it turns out I'm too much of a coward. I can never say sorry enough. If only you could forgive me. I'm weaker than I've been. The days drift, and I can no longer help Josh. I failed. My one act of redemption. I could not even do that. What will happen to the boy when I'm gone? I hate the idea of him here alone. You girls have family and loved ones. Josh has only me. I love all of you. I can't ever say that enough. You are the light and the joy of my life. And I'm so proud of you. So proud to be your father. Your loving father. I feel for him. Never thought I'd say it, but I do. I wish he had sent these letters, though. His girls never knew he cared. Tja, Mädel. Nicht nur das. Stillwater Cove. Okay. Ich höre sogar einen Herzschlag. Heißt das, Riley ist aufgeregt oder was heißt das? Wie kommen wir denn da hoch? Hier auf jeden Fall nicht. You make me feel like a fool. I understand that, Riley. But you need to know, I don't think I left my wife or my child. I'd remember if I did. You didn't remember Nora, you said. Ja, das kann aber auch gut möglich sein, weil es heißt ja, Geister verlieren einen Teil ihrer Erinnerung und wissen im Endeffekt auch nicht wirklich, warum sie herumgeistern.
Da oben links ist nochmal so ein Feen. Oder oben ist ein Auto. Again? I said get out! Get out! Please, Margot, quit. Over and over in my head. Don't go in there. You're always there. Let's go back. I can stop. I can be quiet as a mouse. I'm never alone. Never, ever, not for one goddamn minute. Oh, Margot, I can't. I wish I could. Shut up! Shut the fuck up! I just need to be alone for once. Margot? I'm... Josh? Josh, I can't move. I can't get out. Josh? You have to calm down, okay? Just breathe. Breathe, Margot. I'm stuck and... Help me! Josh! Help me! Please, I can't move. No. Margot. Somebody help! I can't move! What? I'm scared. Don't leave me. Okay? Don't leave. Okay, Josh? I'm right here. I'm always right here. No! Did she die? Josh! I don't... Did she die, Josh? Yes. Oh my God. I couldn't get her out. Did you try? You were there. You saw me try. She died because of you. I need to get away from you. She was right. This isn't natural. Nee, normal ist das nicht, aber böse ist er auch nicht. Was hat die eigentlich für ein Problem mit der Realität? Ich verstehe es nicht. Ich meine, gut, sie hört halt seine Stimme im Kopf. Das ist vielleicht wirklich nicht so ganz normal unter solchen Gesichtszügen. Ist das jetzt Wasser oder ist das jetzt Sumpf hier? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will jetzt nicht zu weit ins Schwarze reingehen. Ich denke mir mal, das können wir auch nicht. But I kept quiet, in the back of her mind. I would like that. She didn't cope well. Not like you. So, Diary. I think I'm done talking to you. Running out of tapes. And batteries. And there's always the waves to talk to. The quiet here, the peace without Josh. I don't know what to do about him. I can't help him, and he's always there. I find myself spending more and more time here. Too bad the tides won't allow me to set up camp here. I've been thinking, I want to go back home. I'm not sure how. I could row one of those boats, I guess. How the hell am I going to get off these islands? I didn't think this through, did I? What are you doing here? You're not supposed to be here. You gave me Seabrook, remember? You have to go. Get out! Get out! Bloody hell, Josh! Get the fuck out of my head! Why didn't you? Don't put the blame on me again. Why didn't you leave? She was suffering because of you. Ja, mal dran gedacht, dass er vielleicht gar nicht gehen konnte, weil er gar nicht weiß, wie er in ihren Kopf gekommen ist. Wie blöd ist die eigentlich? Ich meine, entweder hat die beiden was verbunden, was ihn vielleicht auch mit ihr jetzt verbindet. Ja gut, so wie es jetzt sich im Moment anhört, ist es ja Zufall gewesen, dass sie ihn jetzt abbekommen hat. Aber ganz ehrlich, was kann er dafür, dass er in ihrem Kopf ist, wo er gar nicht wusste, dass sie überhaupt da war von Anfang an? Oder dass sie ihn bemerkt, hat er ja am Anfang gesagt. Und ganz ehrlich, diese Trulla da, diese Margot oder wie sie hieß, die ist mir nicht sehr positiv aufgefallen bisher. Die brüllte die ganze Zeit nur rum, hat sich dumm verhalten, anstatt irgendwie das zu akzeptieren und ja, die Stimme im Kopf zu akzeptieren. Was vielleicht komisch klingt, weil ne, es ist halt eine Stimme im Kopf. Aber ich sag mal, klar, es ist blöd.
Ich will mir auch nicht vorstellen, wenn man dann irgendwie auf Toilette geht oder so, man hat so eine Stimme im Kopf, was da bei einem abgeht, aber ich verstehe nicht, warum die Leute so reagieren sollten. Oh my goodness, that I want. To sit there, away from it all and stare at the sea. That's exactly what she did. And I would leave her be whenever she came here. Who? Why don't you do that for me? I don't know. I feel we're too close. You are too close. Oh Mädel, echt. Die Riley geht mir im Moment echt auf die Nerven. Seitdem wir diese eine Vision da gesehen haben, geht die mir wirklich auf die Nerven. Das Ende ist unumkehrbar, das tote Mädchen. Sie hatte keine Hoffnung mehr. Wird es jemals erkennen, wie viel er mir bedeutet? Nee, wird er jemals erkennen? Ich meine, so ein Ding ist nicht schlecht, ne? Aber wenn das so weit oben ist, möchte ich da auch nicht drauf sitzen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Da, ne? Did she hang these? Yes. To keep away ghosts. Well, that didn't work. Ja. Okay, der war ein bisschen gemein, aber der war gut in dem Moment. So, gehen wir mal zu der Hippie-Karre hier. Was haben wir denn hier? Oh, wieder eine Audiokassette. Little light, evening falls, the moon lights up the sky. Winter's breath and fairy dust hold this love of mine. Rest in my arms and I'll keep you warm, keeping the wolves in bed. I'll stay by your side, hush little child, till night turns into day. Till night turns into day. Ja. Margot. I never meant for her. I wanted a different ending. Ich hoffe, dass ich das Lied drin lassen konnte. Aber es kann auch sein, dass ich das aus lizenzrechtlichen Gründen rausnehmen musste, damit ich überhaupt das Video hochladen kann. Carrie's jaws. I almost had to force her to go back for those. Margot, that is. She'd sooner die than set foot in that cabin again. Pina Lilly, was ist das denn bitte für ein Name? Okay. The campfire. We'd sit here every night, singing songs or eating canned beans. Okay. Ah, ich dachte jetzt, dass sie die beiden mit aufzeichnet. Schade. Moment, hier liegt noch was. Es wäre auch schön, wenn ich es anklicken könnte, aber ich kann nur das Zelt anklicken. She liked sleeping outside. Another adventurer. No, she was a runaway. Always trying to get away. From you. Das denkst du, Riley, das denkst du. Naja, gut, das war bei dieser komischen Tuse wahrscheinlich auch so. Sie wollte nicht in ein Haus schlafen, stattdessen wählte sie diesen Ort. Welche Wahl hat sie eigentlich getroffen? That's her early work. She got a lot better after. After what? You? I doubt that. The Silent Witness. Okay, Witness ist ein anderes Spiel, was ich aktuell auf der Steam-Konsole spiele. Der stumme Zeuge, Einsamkeit, mein einziger Begleiter. Auch in den schwersten Stunden. Ein stummer Begleiter stets an meiner Hand. Ein letztes Überbleibsel dieser Insel. Verliere ich den Verstand. Zu viel unkontrollierbares Gift. Passt diese ärmliche Seele perfekt zu mir? Jemand, bei dem man Trost findet? Besser hier als da drüben, in der Todesspirale der Gesellschaft. Eine abscheuliche, sündige Angelegenheit, dorthin zu fliehen, wo Geld die Seele verdirbt. Die Liebe entzieht sich mir. Was bleibt? Nur noch Verletzungen. Der Regenbogen eine Farce, Blutflecken vorschriftsmäßig verwahrt. Meine Qualen überdauern noch immer dieses Gespenst aus der Dunkelheit.
Seltsam vage bleiben seine Absichten, seinen Weg muss ich meiden. Doch wie sehr ich mich auch bemühe, der Dämon wird immer da bleiben. Bitte befreie mich von dieser Pein, denn mein Verstand wird sich aufreiben. Okay, die klingt genauso verrückt, wie ich mir schon gedacht habe. Okay, jetzt kann man hier auch nichts mehr anklicken. Können die Motten hier mal weg? Oh. How did you get this thing here? Ferry. Not many roads to drive on here. Yeah, that's why she parked it here. And she ran out of gas. Ja, super. Nicht zu reparieren. Warum hat sie ihn überhaupt hierher gebracht? Man kann aber nicht rein, ne? Oder was öffnen oder so. War da gerade was? Gerade irgendwie war es jetzt gerade kurz blau. The only time she was truly at peace. You should have shut up then and let her play. Unser Lied kann ewig erklingen. Okay. Ah, jetzt malt sie sie doch auf. Da sieht sie irgendwie viel netter aus, als sie die ganze Zeit überwirkt. Sie hat dieses Gefühl verloren, der endlose Kreislauf des Verlustes, der jede Hoffnung zunichte macht. Das würde sie niemals zurückbekommen. Nicht hier, nicht von ihm. Brief, Moment. Lara Crimson. She wanted to be like that singer so much. Thinking fame would validate her? But her music, Riley. You should have heard her play. It always got under my skin. It was her skin, never yours. 22. September 1979. Oh, das ist gar nicht so lange her. Liebe Marco, es hat mich sehr gefreut zu hören, dass dir meine Musik gefällt. Ohne meine Fans wäre ich aufgeschmissen. Normalerweise schreibe ich ihnen keine persönlichen Briefe, aber dein Brief hat mich so bewegt, dass ich dir antworten wollte. Meine musikalische Inspiration kommt von meinen Gefühlen. Es klingt, als ob du etwas zutiefst Belastendes durchmachst. Die Musik ist meine rettende Zuflucht gewesen und sie kann auch deine sein. Schreibe weiter. Es geht nicht darum, besonders gut zu sein. Es geht darum, sich selbst zu vertrauen und auf die innere Stimme zu hören. Ich wünsche dir viel Glück im Leben und mit deiner Musik. Ich werde am 19. Oktober in Aden auftreten. Ich hoffe, dich dort zu sehen. Viel Glück, Lara Crimson. Beautiful. Wish she was here to hear you say that. She never believed it herself. Okay. Sie wollte nicht in ein Haus schlafen. Ach nee, Moment, das hatten wir schon. Sie wusste nicht, dass das Schlimmste noch vor ihr lag. 5 minutes of fame. What was she looking for? Sense. She was looking to make sense of her life. That's what she said. Rocket Magazine, 12. Dezember 1975. Wenn man heutzutage auf ein beliebiges Konzert geht, sieht man meist eine Gruppe von knapp bekleideten Mädchen, die sich vor die Bühne winden. Das Mädchen nur als Groupies zu bezeichnen, würde ihnen nicht gerecht. Sie haben ihr Leben ihre Lieblingsbands gewidmet und würden ihnen von Bundesstaat zu Bundesstaat folgen. Auf jeden Fall sind wir die Inspiration. Sicher, wir wollen uns, sie wollen uns flachlegen. Aber das wollen wir auch. Es geht nicht nur um Sex. Wir sind Teil dieser kreativen Energie, weißt du? Und das ist einfach total geil, Mann. Darum geht es, sagt Groupie Margot Green, die in den letzten 6 Monaten mit der Band Breathing Fire unterwegs war. Die Band weiß ihre Superfans ebenso zu schätzen. Sie sind so frei, so ungezwungen mit sich selbst, sagt Schlagzeuger Jay Elgar. Es ist so cool, wie sie unsere Musik total verstehen. Sie verstehen uns wirklich. Ja, genau. Sie hätte die Wahrheit akzeptieren müssen. Werde ich das jemals? The tape recorder. She liked talking to that thing more than talking to you. Ja, wir haben einen Kassettenrekorder. Jetzt können wir alle Kassetten, die wir unterwegs gefunden haben, anhören.
Ja, ich verstehe immer noch nicht, wie wir eigentlich die Kassetten hören konnten. Weil sie hat ja keinen Kassettenrekorder, ne? Sie hatte ja irgendwie so einen Discman oder sowas dabei. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwas? Ach, da hinten. Did she really go to all of these concerts? This one made history. She was there. Pretty awesome. Music was her life. So, ich glaube, dann haben wir alles aus dem Wagen. Dazu hat sie dann nichts mehr geschrieben. Dann würde ich sagen, hier hatte ich ja soweit, das war das Zelt, alles durch. She was lost. And you knew it. And still you didn't leave her alone. Don't you think I wanted to? I've tried. Don't spin me that story about being stuck here. It is the truth. The only truth. I need answers. Clarity. We'll find it at the treehouse. We've got to. Ja, ich würde allerdings sagen, bevor wir weitergehen, ich habe nämlich gerade auf die Uhr geschaut, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und ja, dann hoffe ich, dass wir die endgültigen Antworten im Baumhaus finden werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.